Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte für euch eine kleine Mini-Reihe machen für Karteninspirationen zu Weihnachten. Denn ich habe über die letzten Jahre natürlich viele Weihnachtskarten gebastelt und ich möchte euch in diesen Videos eine kleine Übersicht geben. Da könnt ihr quasi im Schnelldurchlauf mal die Karten durchstöbern und könnt euch vielleicht das eine oder andere rauspicken, was ihr gerne basteln wollen möchtet. Ich habe das Ganze ein bisschen sortiert nach Schwierigkeitsgraden. Im ersten Video eher sehr aufwendige, kompliziertere oder schwierigere Karten. In den anderen Videos wird es immer ein bisschen leichter, sodass man, je kürzer man noch Zeit hat bis Weihnachten, sich da immer noch mal gucken kann, was ich mir jetzt noch auf die Schnelle raussuchen kann und basteln. Unter dem Video sind auch alle Karten verlinkt, zu denen es eine Anleitung gibt. Da könnt ihr dann auch die ganz genaue Anleitung nachschauen gehen. Und in jedem Video gibt es einen kleinen Gewinn. Das heißt, wenn ihr dann unter dem Video einen Kommentar da lasst, dann verlose ich unter allen Kommentaren je eine unterschiedliche Prägeform. Ich schreibe dann immer oben hin den Namen der Prägeform, den ich verlose. Dann könnt ihr entscheiden, ob ihr da einen Kommentar hinterlassen möchtet bei dem Video und somit an der Verlosung mit teilnehmen möchtet. Alle Verlosungsbedingungen schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Jetzt geht's los, viel Spaß! Ja, wie gesagt, heute haben wir so diese Rubrik etwas aufwendigere, kompliziertere Karten, die einfach ein bisschen mehr Zeit benötigen. Grundsätzlich habe ich bei allen Karten immer versucht, euch eine tolle Anleitung zu machen, dass ihr das auch basteln könnt, wenn ihr Bastelanfänger seid. Manchmal hat man vielleicht noch nicht die Ausrüstung dazu, aber kann es trotzdem nutzen. Und ja, heute ist es einfach so, dass ihr ein bisschen mehr Zeit braucht für die Karten, um diese zu gestalten. Deswegen zeige ich euch jetzt gleich nach und nach alle Karten. Und starten möchte ich aber trotzdem mit den einfachen Karten zum Nikolaus, denn wir haben ja jetzt, wenn das Video online geht, so ein bisschen als nächsten Termin den Nikolaustermin und manchmal braucht man da auch eine kleine Idee und deswegen zeige ich euch jetzt mal ganz schnell und kurz noch ein paar ganz einfache Nikolauskarten. Eigentlich sind es nur diese beiden, die könnt ihr dann so umgestalten, wie ihr sie möchtet, aber ein bisschen unterschiedlich sehen sie aus, deswegen lege ich euch die beiden Zwerge hier rein. Die Idee hinter dieser Karte ist, dass ihr mit Dreiecken lustige Zwergenköpfe oder Figuren machen könnt. Also wenn ihr mal hier schaut, das sind alles Dreiecke in unterschiedlichen Größen, einfach noch mit einer kleinen Nase. Und dann habt ihr hier einen lustigen Spruch und könnt sagen, ho ho ho, witzige Karte für den Nikolaus zum Beispiel. Hier nochmal mit einer etwas größeren Mütze, die steht euch hier oben ein bisschen drüber, sonst ist die Karte ziemlich gleich. Aber die Idee ist halt einfach, dass man mit Dreiecken, egal ob die jetzt bestickt sind oder nicht, ob ihr eine Stanzform habt oder ob ihr die einfach nur ausschneidet, geht genauso, könnt ihr so lustige Zwerge machen. Die andere Nikolauskarte ist auch so ein bisschen self-made sozusagen. Also ich habe hier den Bart komplett selber gemacht, einfach so ein bisschen nach, also Freestyle sozusagen ausgeschnitten. Habe hier so eine ein männliches Oberteil gemacht und man könnte hier entweder Geld reinstecken oder so einen kleinen Gutschein verstecken in dieser Tasche, die hier vorne ist. Also das ist auch eine nette Idee, vor allem um Geld zu verschenken und hat noch ein bisschen Platz zum Schreiben. Also einfach so ein Bart, ganz einfach ausgeschnitten, bisschen koloriert und auch das bekommt ihr alles hin, wenn ihr auch keine Stanzformen habt oder so. Das kann man alles mit der Hand ausschneiden und ja, so eine ovale Nasenstanze ist natürlich perfekt. Und hier könnte man auch eine kleine Runde nehmen. Also fühlt euch da frei und ihr könnt euch austoben. Zu diesen beiden Karten gibt es ein Video, das verlinke ich euch in der Infobox. Und ich mache mir so eine kleine Reihenfolge, damit ich weiß, welches Video nach welchem kommt. Und ich starte jetzt einfach so querbeet. Und ich dachte mir, ich fange jetzt mal mit alten Karten an. Also, oder die erste Karte, die ich euch zeige, ist jetzt eine alte Karte. Und zwar diese wunderschöne Karte, die ich ganz toll finde. Die ist nämlich so, ich zeige euch jetzt erstmal diese Variante. Und zwar habe ich hier so eine kleine Winterwunderlandschaft sozusagen gemacht und im Hintergrund ein bisschen den Nachthimmel gestempelt mit den Rentieren. Also das ist so ein bisschen die Tagvariante, kann man sagen. Und das Besondere ist eben, diese Karte hat hier diese wunderschöne 3D-Form. Hinten hätte man Platz zum Schreiben oder auch innen, das kann ich euch zeigen. Und das Tolle ist eben, dass ihr das dann auseinanderbauen könnt. Und die Karte auch ganz flach verschicken könnt. Also hier ist nochmal Platz für einen Gruß. Auch hier könnt man hier unten vor allem noch was hinschreiben, wenn man jetzt viele Grüße unterbringen möchte. Ansonsten ist die Karte vielleicht eher eine Karte, wo man nicht so viel Schreibtext braucht. Und dann kann man die ganz flach machen und kann die also schön flach verschicken im Kuvert. Nummer 1. Und hier ist die Nachtvariante. Da habe ich einfach alles in Schwarz gebastelt und die ganzen Häuschen ein bisschen mit gelber Farbe hinterlegt. Und somit habt ihr hier eine schöne leuchtende Nachtkarte. Und hier ist der Hintergrund embossed.
Ah, das sieht man schlecht. Das ist mit so Glitzer-Embossed. Ich glaube, es kommt in der Kamera leider nicht so raus. Nee. Aber das ist natürlich dann auch wunderschön. Auch der Text ist embossed und mit Glitzer und habt ihr Tag- und Nacht-Varianten. Jetzt kommt eine Karte, die ist neu ja auf meinem Kanal. Achso, ich muss meine Reihenfolge beachten. Achtung. Meine besondere Kartenform, die ich wirklich total cool finde. Also ihr seht schon von oben, das ist wieder eine große Pop-up-Karte und hier vorne schwebt also eigentlich, man sieht es ja gar nicht so richtig, schwebt hier dieser Kreis und der Stern. Und das Tolle ist auch, diese Karte könnt ihr auch ganz flach verschicken und habt hier wirklich eine wunderschöne Kartenform, die total toll ist und wirklich was hermacht. Also ich finde die Karte super klasse und ja, ich habe da auch in diesem Video, das ich euch da eben gemacht habe, damals ganz viele andere Kartenideen noch gezeigt. Also schaut da gerne vorbei, wenn euch diese Karte schön gefällt und ihr die interessant findet. Jetzt kommt wieder eine ältere Karte. Die ist auch eben mit Sternchen gestaltet. Sterne hat man, glaube ich, fast immer in seinem Repertoire, in seiner Bastelecke. Und die Karte ist auch eine besondere Karte, weil die ist eigentlich für so ein Teelicht geeignet. Das heißt, ihr habt hier in der Mitte zwei Pergamentfelder, wo eben das Licht, wenn ihr eins reinmacht, hinten durchscheinen kann. Könnt auch diese Karte ganz flach verschicken und der Beschenkte kann sie dann aufstellen, sein elektrisches Teelicht, bitte nur ein elektrisches Teelicht reinstellen und kann sich die dann auf den Kaminsims stellen oder auf ein Regal und hat da lange Freude dran, weil es einfach schön ist und beleuchtet ist. Also eine wunderschöne Kartenform auch. Auch hier gibt es eine Anleitung. Jetzt kommt wieder eine neue Karte, die ich auch unglaublich schön finde. Ich liebe diese Kartenform, muss ich gestehen. Und auch diese Karte kann was, nämlich man kann diese Karte auch wunderbar aufstellen und dann eben vor sich hinstellen. Und hier funkelt es und glitzert es auch wunderschön. Also wenn ihr Funkelkarten möchtet, dann guckt euch dieses Video auf jeden Fall auch an. Und man hat hier auch Platz für Schreiben, für Grüße, was zum Hinschreiben oder man stempelt eben so wie ich. Und hat halt hier nicht so viel Platz oder man könnte auch hinten drauf noch schreiben. Also wenn ihr Garten mit viel Platz sucht, dann kann man das immer noch so umgestalten. Und hier hat es eben so eine leichte Erhöhung mit dem Stern und dem Glitzerkärtchen, damit man das hier so schön unterbringen kann. Und ich finde, das ist auch eine ganz tolle Kartenform, die ihr auch ganz flach verschicken könnt. Muss ich wirklich meine Reihenfolge beachten, dass ich nichts durcheinander bringe. Jetzt kommt eine alte Karte oder eine ältere Karte. Also ihr seht es natürlich auch immer an den Sets, die ich verwendet habe. Diese Karte ist auch wunderschön, finde ich, denn das ist eine Krippe to go. Man macht die hier an der Seite auf. Also ihr seht, die ist ganz flach, kann man auch wirklich super verschicken. Und wir haben ja jetzt im neuen Katalog auch wieder so ein Set, mit dem man da vielleicht auch ganz gut arbeiten könnte. Und wenn man die jetzt hier aufmacht und die hier so ein bisschen vorstellt, ihr seht es jetzt mal von oben, das habe ich jetzt bewusst so gemacht, dass ihr seht, wie tief die Karte plötzlich wird. Die muss man jetzt natürlich noch ein bisschen in Form biegen, aber die steht dann im Prinzip so vor euch und hier habt ihr diese wunderschöne Krippe ganz toll versetzt, also eine wunderschöne 3D-Krippe. Und ich glaube, gerade besonders für Menschen, die jetzt vielleicht älter sind und keine Krippe mehr aufbauen wollen, weil es vielleicht zu anstrengend ist, ist sowas eine wunderschöne Geschenkidee, weil dann hat man trotzdem eine kleine süße Krippe und kann sich wirklich total erfreuen, finde ich, an dieser tollen Idee. Und daran, dass man die auch ganz schnell wieder verräumt hat und nächstes Jahr einfach wieder aufbauen kann. Auch hier gibt es Platz für Grüße. Könnt ihr nutzen oder eben bestempeln. Eben auch hier könnte man natürlich super viele Wünsche unterbringen. Und ja, so sieht diese tolle Krippe to go aus. Und ja, ich liebe diese Kartenform auch sehr. Dann kommen wir zu einer Karte, die, also ihr seht schon, in diesem Video sind sehr viele besondere Kartenformen, weil die natürlich alle ein bisschen aufwendiger sind. Und auch diese Karte gehört dazu. Und ich mag diese Karte auch unheimlich gern. Ich finde diese Farben wunderschön. Und diese Karte ist eine Block-Building-Karte. Also ihr seht es jetzt wieder von oben. Denn hier innen stellen sich an der Seite diese schönen Blöcke auf. Und die kann man auch wunderschön vor sich hinstellen. Also die steht natürlich auch wieder selber. Man hat Platz, um Grüße unterzubringen. Das könntet ihr hier rechts und links machen. Ihr könntet natürlich das Ganze auch komplett anders gestalten. Und ihr hättet auch hinten noch Platz. Und innen. Also ihr seht, wenn ich die so aufmache, habe ich hier auch nochmal ein Feld für viele Grüße. Das könnt ihr einfach so gestalten, wie ihr das wollt, wie viel Grüße, wie viel Platz ihr bräuchtet. Aber hier wäre auch die Möglichkeit, wirklich viel Text unterzubringen. Auch hier könnte man natürlich noch ein weißes Papier draufkleben und das bestempeln. Also auch wieder eine ganz coole Kartenidee, finde ich. Jetzt kommt eine ziemlich gigantische Karte, finde ich. Also vom Effekt, wenn man die öffnet. Auch diese ist so flach wie ein kleines Teelicht.
Täschchen sieht es aus. Hinten habt ihr viel Platz für Schrift, Unterschriften. Wenn ihr das zu mir verschenken wollt, wäre das auch eine coole Idee. Und wenn ihr die Tasche hier so aufmacht, ist es auch wieder eine Krippe to go im Prinzip. Habt ihr hier diesen magischen Effekt. Da muss ich tatsächlich auch die Kamera noch ein bisschen weiter wegnehmen. Ups. Denn hier, seht ihr das, öffnet sich dieser ganz große Stern im Prinzip oder diese tolle Technik, wie das hier gefalten wurde. Und ihr habt auch hier wieder eine Krippe to go sozusagen, eine kleine Krippe innen drin mit einem schönen Gruß. Und mit ein bisschen Übung kann man die, glaube ich, auch ganz gut noch irgendwo hinstellen. Und die hat natürlich eine wahnsinnige Wirkung. Genau. Als nächste Karte kommt eine meiner Lieblingskarten und einer meiner schwersten Karten sozusagen. Da habe ich euch ein Video aufgenommen mit einer Gartenbank in der Karte. Aber genauso gut könnt ihr natürlich auch ein Geschenk in die Karte bauen. Gerade zu Weihnachten einfach nur gigantisch. Ist nicht ganz einfach, aber wunderschön und hat diesen Effekt, wo man einfach nicht aufhören kann, sich zu wundern, wie so ein großes Geschenk in so eine kleine flache Karte passt. Auch hier ist viel Funkel und Glitzer dabei natürlich. Und wie gesagt, wenn man die aufmacht, dann stellt sich hier richtig das Geschenk auf. Ich hoffe, ihr seht es gut. Und das ist wirklich eine magische Karte. jetzt kommt noch mal eine ganz alte Karte von mir. Ups. Die ist auch total süß, finde ich, und kann man mit jedem Motiv natürlich umsetzen. Ist jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen auf niedlich oder kindlich vielleicht auch gestaltet. Hat hier ein Rentier drin. Ihr könnt natürlich auch einen Schneemann zum Beispiel reinbasteln. Und hat hier dieses süße Gucklochfenster. Also die Karte ist vorne offen. Man kann da innen reingreifen. Mit den Grüßen könnte man natürlich dann aufpassen, dass man vielleicht nicht unbedingt das dahinter hier beschreibt. Aber man könnte auch die Kartenrückseite nutzen, wenn ihr jetzt viel Text unterbringen möchtet. Ist auch eine ganz süße kleine Karte. Und die fand ich auch total süß. Also mit dem kleinen Rentier natürlich. Oder dem kleinen Rehlein. Total süß. Und jetzt kommt nochmal eine Krippe to go. Auch diese Karte ist total flach. Finde ich immer voll beeindruckend, wenn eine Karte flach ist. Und wenn man dann aus dieser Karte ein ganzes Kunstwerk bauen kann. Das ist also wie so eine Explosionsbox schon fast. So eine Explosionskarte und man hat hier, ups, das vordere Teil möchte ein bisschen nach oben, auch wieder eine wunderschöne Krippe, die sich da so aufploppt. Und es ist natürlich wirklich toll. Also auch eine ganz tolle Karte, ein bisschen schwieriger, aber wunderschön. Und auch für jeden, der sagt, ich möchte mir eine kleine Krippe hinstellen oder ich möchte es jemand geben, der sich eine kleine Krippe hinstellen möchte, kann man das super hinstellen. Und dann haben wir noch eine Karte, die ist ganz aktuell, also ein neues Video. Das finde ich auch eine richtig schöne Kartenform und auch eine ganz besondere Karte. Auch die könntet ihr so einfach hinstellen und da habe ich auch verschiedene Varianten gebastelt im Video. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Die ist auch, sieht sehr, sehr kompliziert aus, finde ich. Ein bisschen auch so in besonderen Sternenform. Also gerade zu Weihnachten ist die Karte natürlich gigantisch schön. Die macht unheimlich viel Spaß, die zu basteln. Ihr könnt die auch in Querformat basteln. Habt hinten auch Platz zum Beschriften. Nicht so viel vielleicht wie bei anderen Karten. Also das ist wirklich ein bisschen begrenzter Platz. Aber ja, manchmal will man nicht so viel schreiben, dann passt die Karte auch perfekt. Und ja, die ist wirklich total schöne Form und macht richtig Spaß zu basteln. Und bei dieser Karte konnte ich nicht aufhören, die zu basteln. Die ist immer noch toll. Und zu guter Letzt haben wir noch eine ziemlich große Karte. Die ist auch super geeignet, wenn ihr zum Beispiel Gutscheine verschenken wollt. Also hier vorne mit dem schönen Weihnachtsstern-Set, also wenn ihr eine andere Weihnachtsblüte habt oder auch einfach nur eindimensionellen Weihnachtsstern aus einem Designerpapier ausschneidet, könntet ihr die Karte genial weiterbasteln, nachbasteln. Und diese Karte ist ebenso ganz flach. Ihr habt hinten Platz für Grüße. Und die könnt ihr aber auch super schön aufstellen, wie so ein M. Und habt hier auch die Möglichkeit, ich lege sie mal ganz flach hin, dass ihr da noch kleine Grußkarten oder auch zum Beispiel Gutscheine und Geschenke ganz gut verstecken könnt, hier rechts und links in diesen kleinen Taschen. Und es sieht einfach total mega cool aus. Und wie gesagt, man kann es auch einfach hinstellen. Also man hat da wirklich auch wieder eine ganz tolle Kartenform. Und mit diesem Besonderen, dass man das auseinanderzieht, das macht sich natürlich auch total cool. Ja, ihr Lieben, also das waren jetzt ganz viele Ideen von mir in Teil 1 unseres Videos heute. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, einfach die Videos anzuschauen und die Karten nachzubasteln. Vielleicht ist ja genau das Richtige für euch dabei. Ich wünsche euch jetzt ganz viel
Erfolg bei unserem Gewinnspiel natürlich und viel Freude beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne dem Video einen Daumen nach oben geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat, dann könnt ihr gerne auch meinen Kanal abonnieren, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachwerkeln und noch vielleicht weiterschauen bei den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch, kreativ etwas Neues. Tschüss!